Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Heute geht's weiter und seit der letzten Folge hat sich hier auf diesem Spielstand wieder eine ganze Menge getan und die größte Neuerung, die seht ihr hier. Das sind nämlich Frachtschifflinien. Ich habe zwei erstellt und diese hier, die wir hier gerade sehen, das ist wirklich nicht nur eine ultra lukrative, sondern auch eine ultra sinnvolle Linie. Denn, naja, ich zeige euch das heute mal, was da passiert ist, warum ich die erstellt habe und was das bringt. Und heute haben wir auch wieder ein großes Projekt vor uns, denn wir haben ja noch die Stadt Hamburg. Da habe ich schon einiges für vorbereitet. Ihr seht, Gleise sind schon verlegt worden, Bahnhöfe gebaut worden, aber das Ganze ist noch nicht wirklich an die Stadt wirklich angeschlossen. Das heißt, es ist jetzt minutiös geplant. Kann ich vielleicht auch nachher noch mal ein bisschen was zu erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Aber hier fahren auch keine Züge, hier fahren auch keine Straßenbahnen, keine Busse. Und ja, Schiffe gibt es zwar schon, aber das ist auch eher rudimentär, dazu später mehr. Aber vorher schauen wir uns kurz die Linie an. Und ich glaube, wir müssen dazu in Frankfurt starten. In Frankfurt haben wir ja zwei Bedürfnisse. Zum einen Baumaterial und zum anderen Waren. Baumaterial habe ich bislang schon ganz gut hergestellt bekommen. Da sieht man auch, dass passt soweit einigermaßen. Bei Waren ist es noch ein bisschen magerer, aber ich hoffe, das wird sich auch noch ändern. Und um die Waren zu produzieren, brauchte ich irgendwie Kunststoff und ich glaube Eisen, oder? Was ist das hier? Ich glaube Eisen ist das. Oder Stahl, ne? Genau, Stahl. So, das kann ich hier in der Region nicht wirklich machen. Deswegen habe ich mich ein bisschen auf die Suche begeben und habe hier unten eine Kunststofffabrik gefunden. Kunststoff wird aus Rohöl und ja, beziehungsweise verarbeitetem Öl dann hier hergestellt. Und deswegen wird das Rohöl von hier mit dem LKW hierhin transportiert und von hier aus dann weiter nach unten zur Kunststofffabrik gebracht. So. Allerdings brauchen wir den Kunststoff woanders. Und deswegen wird das Ganze dann hier verschifft, also hier zum Hafen gebracht. Hier warten jetzt auch schon wieder 33 Einheiten. Und dann geht es mit dem Schiff ganz nach oben, also auf die andere Seite der Map, den ganzen Fluss entlang, so, bis hier nach oben. Hier wird das Ganze dann entladen und dann, seht ihr hier, wird das auf einen Truck gebracht und mit dem Truck dann hier oben zu dieser Fabrik gebracht. Sehr kompliziert. Hier wird das Ganze dann gemischt mit anderen Waren, vor allen Dingen halt Stahl. Der wird hier hergestellt, das ist hier einigermaßen in der Region, deswegen war der Standort ganz dankbar. Und genau, dann wird das wieder auf den Truck geladen und der Truck, der das hier hingebracht hat, fährt dann zurück wieder mit den Waren zum Hafen. Hier wird es wieder aufgeladen von den gleichen Schiffen und dann gibt es einen Halt in Frankfurt. Von Frankfurt, von dem Hafen aus, wird das dann nochmal auf den Truck geladen und dann hier in das Gebiet gebracht. Sehr kompliziert, aber ultra cool, wie ich finde. Und es funktioniert tatsächlich. Also ich war mir nicht sicher, ob sich Waren überhaupt über so lange Strecken transportieren lassen. Aber das funktioniert hervorragend. Und die Linie ist auch erstaunlich lukrativ, wenn wir es hier mal kurz angucken. 7 Millionen verdienen wir, 8 Millionen verdienen wir aktuell damit. Und mit der anderen Linie, da geht es hier um Baustoffe, verdienen wir nicht ganz so viel. Aber das ist auch nicht so dramatisch. Mir ging es vor allen Dingen um die Waren. So, und Frankfurt wächst dann auch natürlich recht stark. 886 Menschen leben hier aktuell. Es gibt eine S-Bahn, es gibt einen Flughafen. Den habe ich auch noch mal ein bisschen erweitert, weil die Nachfrage ist einfach sehr hoch. Gucken wir mal kurz. Ja, 11 von 15. Und das Frachtterminal ist auch schon in Betrieb. Ja, und dann habe ich noch ein paar andere Dinge produziert. Ich habe allerdings gemerkt, dass der Kunststoff aus oben in der Süd nicht ausreicht und deswegen habe ich hier noch einen Kunststoffzug errichtet. Der bringt dann von, glaube ich, hier, genau, hier dann nochmal Kunststoff nach oben. Nämlich hierhin. Und die Linien versuche ich auch immer für mehrere Waren dann zu nutzen, wenn sich das anbietet. Hier bietet sich das an, deswegen wird hier auch noch Brot bzw. Lebensmittel werden hier transportiert. Also, der Mann hat ordentlich geackert. Es ist jetzt sehr kompliziert, aber es zahlt sich auch aus. Wir haben aktuell 440 Millionen auf dem Konto. Und ich würde sagen, wir können jetzt auch das Datum wieder ein bisschen schneller vorlaufen lassen. Und werden heute, wie gesagt, in dieser Folge Hamburg anschließen. Und dann schauen wir mal, was noch so alles passiert. Das wird aber, glaube ich, schon ein bisschen aufwendiger. Ich möchte nämlich einen Zug fahren lassen von Frankfurt über, ja, wie nennen wir das mal? Stuttgart stand da, glaube ich, in den Kommentaren. Noch? Hamburg, Hannover, Dortmund, das gibt's alles schon. Machen wir das noch? Stuttgart Hauptbahnhof. Ja.
Und dann gibt es nämlich eine Linie von Frankfurt über Stuttgart nach Hamburg und weiter geht's dann nach Hannover. Und von hier aus dann später mal nach Dortmund oder so, aber da werde ich mir noch ein bisschen Zeit lassen. Das ist auf jeden Fall wieder eine recht große Linie und nach dem ganzen Frachtverkehr freue ich mich jetzt darauf. Ach ja, der ist übrigens auch schon, Benutzung, der Frachtbahnhof. Aber nach den ganzen Frachtlinien freue ich mich jetzt darauf, wieder mal eine Personenlinie oder einen Personenzug auf den Weg zu bringen. Und dazu würde ich sagen, erstellen wir jetzt erstmal unsere Linie. Und die startet, wie gesagt, hier in Frankfurt, fährt dann weiter nach Stuttgart und dann geht es weiter nach Hamburg und hier weiter nach, das muss ich nochmal ändern, die muss natürlich auch Hannover heißen. Dann geht's wieder zurück über Hamburg und Stuttgart und das Ganze heißt dann Zug 1 Frankfurt-Hannover. Ich werde mir das jetzt mal so angewöhnen, dass ich das langsam alles mal umbenenne und nicht mehr bei Linie sowieso belasse, weil so behält man einfach besser den Überblick. Und jetzt brauchen wir noch ein Depot, das werde ich glaube ich mal hier vorne hinsetzen. Und wir brauchen hier auch noch eine Weiche und ich glaube, wir brauchen noch Signale. Obwohl, eine Weiche habe ich schon gebaut, okay. So, dann werde ich nämlich jetzt mal hier ein großes Depot bauen. Obwohl, naja, ich mache es mal erstmal ein bisschen bescheidener. Wir brauchen diese zwei Gleise. Ich wollte, meine Idee war gerade, dass ich alle miteinander verbinde. Das wäre vielleicht auch ganz cool, aber ich weiß nicht, das müssen wir dann später nur abreißen. Deswegen lasse ich das erstmal. Dann werden erstmal nur vier Gleise miteinander verbunden. So, dann geht das da rein. Das geht hier rein. Und das geht... So, hier rein. Wenn ich das hier noch erweitert habe. So. Und das wird auch. Also ich bin mal gespannt. Was würdet ihr sagen? Vielleicht mache ich mal eine Abstimmung rein. Was würdet ihr sagen, wie wird Hamburg heute anwachsen durch diese Linie? Oder durch die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt hier treffen? Ich glaube, wir erreichen heute schlagartig noch die 600 Einwohner. Glaube ich, bin ich fast von überzeugt. Aber wir machen natürlich auch Güterzuglinien noch, ne? Also, dass der Warenbedarf gedeckt wird. Aber davor muss ich das jetzt erstmal machen hier. Und das funktioniert. Wenn wir es hier noch ein bisschen eindrehen, dann geht das auch hervorragend. Und dann können wir die ersten Züge kaufen. Und diese Züge, ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen überlegen. Welche Züge nehmen wir denn da sinnvollerweise? Entweder den roten Pfeil, der ist mit 125 natürlich recht schnell. Oder diese Lok. Ich glaube, ich werde mal mehrere von diesen Zügen hier nehmen. Ich glaube, ich habe auch überall das Maximum an Bahnhof. Das heißt, wir können überall bis zu 350 Meter gehen. Ich werde mal bei... Ich glaube, es reichen mir erstmal 280, das ist schon eine gute Kapazität. So, und davon kaufen wir drei Züge. Ich bin mir nämlich sicher, dass der Verkehr zwischen Hamburg und Frankfurt gewaltig sein wird. Und dann kommt das auf die Zuglinie und ich glaube, Signale habe ich schon gesetzt, genau. So, und damit ist das schon mal verbunden. Jetzt tun wir gut daran, wenn wir Hamburg eine Straßenbahn geben. Müssen wir alles gleichzeitig machen. Den ersten Punkt habe ich hier schon hingesetzt. Den Rest werde ich jetzt mal schnell, die Straßen muss ich nochmal schnell aufbessern. Mit Oberleitungen. Ach, und ich werde hier überall Busspuren hinsetzen. Ich bin großer Freund von Busspuren, weil so kommen die Bahn und die Busse ein bisschen schneller durch. Und ich möchte ja, dass die Leute meine Verkehrsmittel nutzen und nicht die von irgendwelchen Hyopies, irgendwelche Autos oder ich weiß nicht, was es hier noch so alles gibt an Verkehrsmitteln, die man privat nutzen kann. So, ich werde jetzt einfach mal alles mit Straßenbahnlinien oder Straßenbahn Gleisen ausstatten. Ich muss mir dann später mal überlegen, wo man das sinnvollerweise herleitet. Aber erstmal muss auf jeden Fall der Bahnhof irgendwie hier angeschlossen werden. An die Stadt. So. Ich glaube, ich mache eine Linie vom Bahnhof zum Hafen. Also brauchen wir hier noch eine große Haltestelle. Weil hier gibt es nämlich auch nochmal einen Personenbahnhof. Machen wir auch nochmal sowas hier. Bau nicht möglich. So ist aber ein Bau möglich.
Ich glaube, das werde ich dann machen. Wir können zwar auch, habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Ah, shit. Das müssen wir nochmal abreißen. Das war der falsche. Jo. Das war nämlich ein, es war kein Personenbahnhof. So, dann machen wir es nochmal. So. Und das ist dann der hier. Ich werde so ein paar Stops, so ein paar zentrale Stops machen, sodass man dann da gut umsteigen kann. Es wird aber natürlich auch für Hamburg eine S-Bahn-Linie geben, die die Leute dann auch zum Flughafen bringt und ja, so ein bisschen in der Stadt hier rumfährt. Auch dazu später mehr. Ach, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich weiß auch nicht, ob wir das heute komplett fertig bekommen. Aber es war eigentlich der Plan. So, dann gibt es hier noch ein Depot. Dann kann ich nämlich auch schon die S-Bahn-Linie in Betrieb nehmen. Und da wird dann ein Schienenbus drauf fahren. Ist das nur noch ein bisschen so. Gebäude. Okay, und dann kaufen wir mal so. Ich kaufe lieber mal ein paar einzelne Schienenbusse. Zwei einzelne. Und die kommen auf die Linie S1 dann. So, über den Hafen zum, über den Hauptbahnhof zum Hafen und dann geht's hier wieder zurück. Da habe ich noch keine Signale, glaube ich, gesetzt. Deswegen funktioniert das aktuell noch nicht so ganz, aber das machen wir natürlich jetzt. Ah, ich habe hier auch noch dicht das Gleis verbunden. Das muss noch fertig gebaut werden. So, ich bin echt gespannt, bei wie vielen Personen, die hier leben, wir am Ende der Folge sein werden. So, dann gibt es hier einmal ein Signal. Gibt's hier ein Signal. Diese S-Bahn-Linien, das habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, die sind nicht sonderlich lukrativ. Also damit verdient man kein Geld. Aber es hilft dabei, mit anderen Linien Geld zu verdienen, weil es die Flughafenverbindung wesentlich lukrativer macht, jedenfalls nach meinem Gefühl. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, Ansgar, wusstest du eigentlich, dass man... Ah, Quatsch. Habe ich da aus Versehen einen Bahnhof, ein Depot gebaut. Wusstest du eigentlich, dass man Haltestellen auch noch erweitern kann durch Frachtbahnhöfe? Ich weiß das, ich habe es ja auch schon gemacht in Frankfurt, habe allerdings in Frankfurt gemerkt, dass es dann sehr schwierig ist, das alles abzutransportieren und da irgendwie den Überblick zu behalten, weil dann einige Straßen mega beansprucht werden von LKW, von Straßenbahnen, von Bussen und andere gar nicht. Und deswegen habe ich mir wieder so ein bisschen angewöhnt, das zu trennen. Hier wird das nämlich auch ziemlich krass sein. Ich bin mir sicher, in Zukunft wird es hier einen wahnsinnigen Verkehr hier in dieser Region geben. Hier werden dann Waren verladen, hier werden Personen einsteigen und aussteigen, hier werden Leute mit dem Schiff rumcruisen zu anderen Häfen. Also das wird schon viel Leben sein, aber da werden wir es mal sehen und ich habe es hier ja schon so ein bisschen getrennt. Also ich bin da kein großer Freund von, habe mir das so ein bisschen so, aber man kann das durchaus machen, das weiß ich und ich habe es ja teilweise auch gemacht. So, gut. Dann schicken wir die mal auf die Linie. Ich glaube, es war das hier. Gucken wir mal schnell. Ah, bislang wird das noch nicht richtig. Da müssen wir hier nämlich noch, das ist ganz wichtig, hier nämlich noch die Plattformen anpassen. Das wird dann wohl immer das Nebengleis, also Hamburg Zentrum. Dann geht's weiter auf Gleis 2. Ne, auf Gleis 1. Hier muss es dann auf Gleis 2 sein. So. Okay, also von Hamburg geht's über Nebengleis nach hier, dann wieder zurück und wenn dann das zweite Mal Hamburg Abzweig kommt, dann muss es natürlich auch auf dem 2 sein und ich glaube, wenn wir Hamburg jetzt auch noch auf 2 setzen, dann funktioniert's auch hervorragend. So, dann nennen wir die noch anders und zwar S1 Hamburg. Und dann gehen diese Schienenbusse hier auch schon auf Achse. Und damit ist dann auch der Flughafen verbunden. Und das würde ich sagen, nutzen wir mal als Anlass, um eine neue Fluglinie zu etablieren. Das ist übrigens jetzt schon ein schwieriges Thema. Also es gibt schon eine Fluglinie von Hamburg nach Frankfurt. Darüber werden nämlich Baumaterialien transportiert, sodass es möglichst flott geht. Hamburg ist aber nicht mal ansatzweise dann komplett ausgestattet, deswegen gibt es auch noch eine Schiffslinie und das große Problem ist, der Frankfurter Flughafen ist schon jetzt
so mehr oder weniger am Limit. Also hier im Moment geht's, aber wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen würden, würden wir sehen, dass viele Flugzeuge oft warten müssen. Und das wird mit der nächsten Linie nicht besser. Das heißt, wir müssen da so ein bisschen wieder von wegkommen, von den Flugzeugen. Vor allen Dingen für Fracht, weil das packen die Flughäfen nicht. Dann werden die Zeiten zu lang. So, aber erstmal machen wir eine neue Linie. Und zwar, wir werden den nochmal ans Limit bringen. Und zwar nach hier. Und das wird dann, wie habe ich die? Flug 2. Flug 2. Hamburg, Frankfurt. So. Okay, ich bin auch dabei, übrigens im Moment diverse Fahrzeuge auszutauschen. Das ist aber ein langer Prozess hier, weil ich einfach sehr viele Fahrzeuge habe. Wir müssen mal kurz gucken. Also ihr seht unten links auch, wie viele Sachen ich aktuell transportiere. Ich glaube, das sind Echtzeitstatistiken und das sind aktuell 334.000 Waren und 150 Fahrgäste oder Fluggäste, Passagiere. Also das ist schon eine ganze Menge. Und ich möchte natürlich die Fahrgastzahlen noch erhöhen. Und daran arbeite ich jetzt. So, gibt es denn hier schon Leute, die Zug 1, ja, immerhin ein paar, die schon warten. Dann gucken wir gerade nochmal hier im Flughafen, dass die Flugzeuge jetzt auch rausfahren oder rausfliegen. Und dann ist das nämlich jetzt auch schon verbunden und jetzt brauchen wir noch die Straßenbahnlinie, um Hamburg hier zu erschließen. So. Oh, wir schaffen das nie und nimmer. Wie viele Leute haben wir aktuell hier in Hamburg? Ich schaffe das nie und nimmer in dieser Folge. 362. Aktuell hat sich noch nichts getan. Ah, das muss ich auch nochmal austauschen. Auch ein Fracht... eine Frachtstation. Das passiert schon mal bei dem ganzen Geklicke, dass man sich dann da verklickt. Aber ist ja kein Problem. So, dann gibt es nämlich jetzt hier nochmal eine große für Passagiere. Und dann werden wir hier ganz viele kleine hinsetzen. Also die erste Linie, habe ich ja gesagt, wird vom Bahnhof über die Industrie zum Hafen laufen. So. Und damit können wir dann auch schon mal starten. Und zwar, hier geht's los, dann hier, 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 hier und dann geht's wieder zurück. So, damit ist die erste Tramlinie auch schon erstellt hier in Hamburg. Und das ist die Tramlinie 103. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein Depot, womit das gut funktioniert. Ich bin so gespannt aufs Ende. Wir können dann gleich auch mal mit einer Tram mitfahren, sodass wir Hamburg so ein bisschen erleben, wie es aktuell aussieht. Wir brauchen ja ein Tramdepot. So, und jetzt brauchen wir noch, irgendwie wurden hier, glaube ich, Busspuren hingesetzt, aber Busspuren haben, Busspuren haben keine, es gibt nämlich auch Busspuren, die, das ist natürlich ärgerlich, aber ist jetzt auch kein großes Drama, es gibt nämlich auch Busspuren, das ist aber nur bei größeren Straßen der Fall, die auch Straßenbahnen mit beinhalten, aber bei kleineren funktioniert das, glaube ich, nicht, deswegen ging das hier gerade nicht. So, aber jetzt sollte das hier alles ordnungsgemäß ausgerüstet sein, hoffe ich. So. Okay, schauen wir nochmal schnell. Das sieht gut aus. Dann werden die ersten Trams gekauft. Und dann gucken wir mal, ob das alles so klappt. Für Hamburg würde ich sagen, nehmen wir mal rote Trams. Und die werden dann auch direkt auf die Tramlinie 103 gesetzt. Und dann gucken wir mal, ob die da gut rauskommen. Und dann bin ich mir sicher, jetzt gleich wird der Verkehr losgehen und wir schaffen es heute in dieser Folge leider nicht mehr, aber in der nächsten Folge werden wir dann für richtig Wachstum sorgen, nämlich, also der erste Zug ist ja hier schon jetzt in Betrieb, Passagiere werden jetzt einigermaßen gut versorgt, es gibt eine S-Bahn-Linie, es gibt einen Flughafen, das läuft alles, aber hier wird noch Werkzeug gebraucht und Werkzeug wird praktischerweise hier, hier produziert und dazu werden wir mit einer Eisenbahnlinie, die ich hier schon vorbereitet habe, werden wir von hier aus Holz transportieren und dann geht's hier weiter zur Verarbeitung, zu Brettern und mit den Brettern geht's dann weiter zur Werkzeugproduktion.
Das ist der Plan und die werden dann natürlich wieder zurück nach Hamburg transportiert. Das ist der Plan. Ich hoffe, das funktioniert. Das geht auf, dieser Plan. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass es klappen sollte. Und ihr seht, auch der Schienenbus wird mittlerweile schon genutzt. Wie viele Leute sind da drin? 12 von 15, immerhin. Also die S1 gern genutzt. Das ist doch super. Vielleicht ist die S1 sogar bald schon lukrativ. Man weiß es nicht. Und hier, der Flughafen wird aber aktuell noch nicht genutzt. Und in den nächsten Folgen wird es dann vor allen Dingen darum gehen, die ganzen modernen Züge zu etablieren und die Systeme hier zu verbessern. Weil im Moment, ihr seht es hier, das ist viel zu viel Gewusel, das sind viel zu viele LKW, das kann man noch alles ein bisschen straffen, das kann man noch ersetzen durch Eisenbahnlinien und sowas. Das werde ich mir aber dann in den nächsten Folgen, in der nächsten Zeit anschauen. Und da ist sicherlich noch einiges rauszuholen. Naja, und Berlin, das ist so, oh, wächst so ein bisschen jetzt wieder, aber das dauert alles noch so ein bisschen an. Hier werden wieder Brote mitgenommen. Ist auch so eine ewig lange Linie nach hier. Aber ihr merkt, es läuft. So, und weil ich es euch versprochen habe, würde ich sagen, werden wir am Ende jetzt nochmal eine kleine Fahrt machen. Durch Hamburg. Hamburg. Ah, aber zum Flughafen bringt er aktuell noch niemanden. Schade. Dann können wir vielleicht... Ach komm, wir machen noch... Komm, wir machen zur Feier des Tages noch eine... Station, und zwar hier hin. Und dann geht's nämlich hier rüber. Und hier rüber. Vielleicht gibt's dann hier ein paar Umstiegspunkte und dann machen wir vielleicht hier noch irgendwo. Bus-Tram-Station machen wir hier noch irgendwo. Eine Station hin, die muss aber nicht so groß sein. So. Alles klar. Gut, dann müssen wir die Straßen jetzt auch nochmal aufrüsten. Und dann noch ein paar Haltestellen gleich hinsetzen. Aber dann sollte das auch funktionieren. So. Okay, und dann gibt es jetzt wie gesagt nochmal ein paar Haltestellen. Dann machen wir hier mal eine hin. Glaube ich. Dann wird hier, gibt es hier einen Umstiegspunkt und dann geht es hier weiter. Und hier. Und dann ist der Drops auch schon wieder gelutscht hier. Aber 400 Gulden haben wir. 400 Millionen Euro haben wir mittlerweile hier. Oder Dollar ist das, ja. Haben wir mittlerweile auf dem Konto. Das ist schon sportlich. So, wo hatte ich es dann hingesetzt? Ich glaube, dann sollte es hier lang fahren und dann hier lang. Ah ne, Quatsch. Jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Die vier nehmen wir nochmal raus und dann geht es nämlich hier lang, nach hier und dann weiter nach hier und dann wieder zurück. Keine freien Plätze mehr. Fülle einen Zug mit mindestens 200 Passagieren. Alter, das ist doch der neue Zug, oder? Ich wusste es, dass das krass wird. So. Okay. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht hier, weil ich mich gerade nicht so sehr konzentriert habe, aber es sieht ganz gut aus. Dann ist das die Tramlinie 104. Ich mache das jetzt direkt immer, weil man macht es später nicht mehr. Und deswegen direkt. Ah, erstmal noch die Farbe ändern. Zu rot. Alles soll rot sein in Hamburg und dann Tramlinie 104. So, gut. Dann sind die jetzt auch unterwegs, das heißt, es wird immer besser erschlossen. Und, ja, der Schienenbus, der macht hier auch seinen Job. Ah, da fahren jetzt auch mal zwei Leute mit. Super. Wird die Fluglinie schon genutzt? Ich glaube nicht, ne? Gucken wir nochmal schnell. Aber die Datumsgeschwindigkeit, die ist auf jeden Fall ganz gut eingestellt. Also ich denke, bald wird es neue Fahrzeuge geben. Jetzt muss ich aber mal gucken. Ist das der Zug, der komplett voll ist? Nee. Der ist es nicht. Wo ist denn der Zug? Wird das in Hamburg schon so nachge... Wenn die Kosten hier reinflattern. 905. Bald haben wir die erste Stadt. Ich habe hier übrigens auch das Groß... das Hauptquartier reingezimmert. Aber ich wollte jetzt mal gucken. 130 Leute warten aktuell. Ah, da kommt er auch. 234 Leute. Uiuiuiui. Aber es dauert schon, bis man so ein Imperium hier aufgebaut hat. Aber jetzt läuft's auch. Also, jetzt pleite zu gehen, das ist jetzt... schwierig. Ihr seht es ja hier. Also jetzt ist so der Punkt erreicht, wo Geld eigentlich nicht mehr so eine große Rolle spielt. Man kann sich jetzt eigentlich alles kaufen.
Ist natürlich auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite auch immer ein bisschen schade. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. So, aber Leute wollen hier offensichtlich noch nicht mit dem Flugzeug reinkommen nach Hamburg. Schade. So, und schauen wir nochmal schnell. Aber das wirkt gut. 515 Leute haben wir mittlerweile. Gut, da machen wir jetzt unsere Eisenbahn, unsere Straßenbahnfahrt. Muss es ja auch mal begutachten, aber es ist viel zu schnell natürlich. Und wir fahren jetzt einmal die komplette Linie durch Hamburg ab. So. Machen wir es einmal so. Guten Tag, Mahlzeit. Jetzt kann ich auch selbst mal ein bisschen entspannen, weil man muss doch immer alles mögliche im Kopf haben. Und in der nächsten Folge werden wir dann noch die Frachtlinie machen und dann bin ich sicher, dass Hamburg sehr schnell sehr viel größer als Berlin sein wird. Aber es ist natürlich auch sehr gut vernetzt dann, ne? Also mit Frankfurt und der Megalinie, die da fährt, ne? Also es ist schon schick. Vielleicht werde ich auch noch eine Schiffslinie machen. Ich weiß nämlich, ob sich das für Passagiere echt lohnt. Sowas. Das ist, glaube ich, eher so Liebhaberei dann. Ich glaube, diese Schiffstransporte für Personen, für Passagiere, sind eher dann gut, wenn man so eine Tropenkarte hat, wo es ganz viele kleine Inseln gibt und man nicht so wirklich Zugstrecken bauen kann. Dann werden die gern genommen, aber sobald es Zugstrecken gibt, wird keiner mehr mit dem Schiff fahren, glaube ich. Auch viel zu teuer und dauert viel zu lang. Das sieht schon schön aus. Auch wie sich das so alles verändert hat. Ne? Es ist halt wirklich dieser 50er-Jahre-Charme, den man jetzt hier sieht. Schöne Gebäude, aber es ist was ganz anderes als früher in den 1800, Ende der 1800, des 19. Jahrhunderts, womit wir ja gestartet sind. Jetzt sind viele so Hochhäuser und so, sieht teilweise auch nicht so schön aus, aber die Atmosphäre stimmt, der Stil stimmt. Nur leider fährt kaum jemand hier mit der Bahn. Dann sehen wir gleich hoffentlich auch den Hafen. Ich glaube nämlich, das ist die Hafenlinie hier. Gute Frau, passen Sie auf! Achso, ich dachte schon, wir biegen ab. Gott sei Dank. Haben Sie nochmal Glück gehabt. Aber es fahren fast keine Autos hier. Das gefällt mir gut. Da haben wir ja irgendwas richtig gemacht. Es gibt einen kleinen Bahnstau hier. Ich guck nochmal wegen der Bitrate. Da hatte jemand von euch geschrieben unter der letzten Folge, ob die vielleicht ein bisschen zu gering ist. Eigentlich dürfte sie nicht zu gering sein. Ich habe die nämlich schon recht hoch gestellt, aber ich werde sie für diese Folge nochmal ein bisschen höher stellen. Und dann sieht das hoffentlich noch ein bisschen besser aus. Das ist schon krass. So, und jetzt geht's aber hoffentlich Richtung Hafen. Hier vorne rechts. Da sehen wir auch der LKW. Ah, da sieht man mal, was man gebaut hat. Das ist zwar immer so mit so ein paar Klicks und sowas, ne? Aber dann sieht man mal, wie cool das ist, was man gebaut hat. Jetzt geht's hier nämlich vorne rein. Und hier ist die große Station. Hier steigen die Leute dann ein und aus. Ich glaube, ich werde in Hamburg mal was ausprobieren. Und zwar, ich habe schon wieder den Takt zu hoch eingestellt. Ich werde, glaube ich, den Takt wesentlich geringer pro Linie einstellen, aber dafür ultra viele Linien machen, sodass man im Prinzip überall hinkommt, aber eben nicht sofort. Also man muss dann ein bisschen warten. Dann werde ich auch mal nur ein, zwei Straßenbahnen auf so eine Linie setzen, anstatt vier oder fünf. Aber vielleicht zahlt sich das ja aus, vielleicht ist das eine gute Idee, vielleicht ist es auch keine so gute Idee. Das müssen wir dann mal herausfinden. Aber ist ja auch gut, jetzt ein bisschen zu testen, kann man ja durchaus machen. Und wenn wir dann hier vorne gucken, dann sehen wir, da ist der Hafen, da ist hier ist der Personenbahnhof und da vorne der Güterbahnhof. So, jetzt sind wir ganz viele Fahrzeuge müssen ersetzt werden. Wir schauen mal. Ah ja. Jetzt geht's langsam los mit der Linie. Nach Stuttgart wollen sie alle. Hier warten auch 24. Da müssen wir natürlich noch ein Schienensystem hinbauen. Hier muss auch noch was hin. Ja, Straßenbahn. Und hier, das ist schon ganz gut gelungen. Hier ist mittlerweile schon Hochbetrieb. Linie 1 immer noch richtig gern genutzt. Und der Zug 1, naja, der wird jetzt zwar nicht ganz voll, aber ich würde sagen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich hoffe, euch hat es wieder ein bisschen gefallen. Ich danke euch für eure Kommentare und eure Tipps. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssikowski.